Hände waschen. Hände waschen. Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal in einer etwas anderen Umgebung. Das liegt daran, dass ich heute bei der Pinterest Cake Pop Challenge mitmache. Und zwar habe ich die Aufgabe bekommen, diese Cake Pops hier zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriegen werde. Ich glaube mal eher nicht, aber wir werden das heute mal versuchen. Ich habe sogar noch eine zweite Perspektive eingebaut, wo ihr das sehen könnt, was ich tue. Also, ich habe hier das Rezept und hier steht, was ich tun soll. Ich kann nicht backen, ne? 99, das reicht. Ih, da ist echt ein Haar in der Butter. Okay. Ei. Ein großes Ei. Ich hab's mit einer Hand geschafft. Ich hab's geschafft mit einer Hand. Ich hatte, ich glaube, weiche Butter ist nicht flüssig, oder? Hoffe ich. Keine. Ja, das funktioniert aber. Also der Teig ist jetzt schon mal fertig, allerdings habe ich jetzt entweder so eine Backform hier oder ich mache das, wie man das bei normalen Cake Pops macht, dass man erst einen Kuchen backt, den dann zerkrümmelt und dann so mit Frischkäse wieder matschig macht. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, dass das hier nicht funktioniert, deswegen mache ich es auf die normale Art. So, der fertige Teig kommt jetzt in die gefettete, mehlige Backform, die ich gerade schon vorbereitet habe. Und da das jetzt fertig ist, packe ich das jetzt in den Ofen. Und jetzt können wir warten. So, mein Kuchen ist jetzt aus dem Ofen wieder raus und der kommt jetzt irgendwie in die Schüssel hinein. So. Der ist jetzt noch ein bisschen warm, aber ich kann ihn schon mal zerbröseln und dann lasse ich den in der Form hier gleich auskühlen, damit wir dann mit dem Frischkäse da dran gehen können. So, mein Kuchen ist jetzt immer noch ein bisschen warm, aber ich glaube, jetzt kann man den eigentlich benutzen. Okay, und das wird jetzt erstmal einfach so da reingemacht. Und ich werde das jetzt mal zu solchen komischen Kugeln formen. Also wir haben jetzt so ein paar Bällchen gemacht und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, weil das echt ein bisschen länger dauert, als ich mir erhofft habe. Aber ich habe jetzt hier, glaube ich, ungefähr 10 Stück. Und das sollte reichen. Ich habe hier vorhin schon meine weiße Schokolade geschmelzt und da so ein ganz kleines bisschen dunkle Schokolade reingemacht, damit das so ein bisschen beige, Teddybärfarben da ist. Ich habe jetzt hier so Cake-Pop-Spieße und die soll man ungefähr zu 1 cm erst in diese Schokolade hier reintauchen und dann in den Cake-Pop. Ey, ich habe gar keinen Bock mehr, die nachher zu essen oder so. Ne? Wenn man so lange in der Küche steht und irgendwie was backt oder Waffeln oder so, dann hat man den Geruch so lange in der Nase gehabt, dass einem dann schon schlecht wird und man gar keinen Bock mehr hat, das zu essen. Das ist mein Cake Pop. Das ist immer noch. Oh Mann! Das ist so klar, ne? Jetzt ist der hier auch kaputt. Ganz ehrlich, das ist voll die Scheißsauerei. Ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Der geht auch schon kaputt. Guck dir das mal an, bitte. Guck dir das an. Ja. Ich bin froh, wenn ich einen hinkriege. So, es ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich habe versucht, die Cake Pops jetzt hier mal so ein bisschen antrocknen zu lassen, also die Schokolade da dran. Und ich habe versucht, diese zweite Lage von diesen Hündchen zu machen. Also die sind ja so oben so ein bisschen brauner und unten irgendwie heller. Und das habe ich hier vorhin so zusammengemischt und mal versucht zu machen, aber das sieht total bekloppt aus und irgendwie funktioniert das gar nicht. Und sobald ich auch diese zweite Schicht hier drauf gemacht habe, sind, glaube ich, zwei dieser Cake Pops schon wieder so runtergerutscht. Und deswegen habe ich mir gedacht, bei den drei anderen hier, die ich noch habe, die halbwegs was geworden sind bis jetzt, lasse ich das jetzt einfach weg und versuche das so weiterzumachen. Und normalerweise haben diese Hündchen-Cake-Pops ja noch so Öhrchen und eine Schnauze. Und das hatte ich mir eigentlich überlegt, mit Fondant zu machen. Allerdings habe ich da jetzt echt gar keinen Bock mehr drauf. Und habe mir überlegt, jetzt einfach irgendwie ein bisschen das mit Zuckerschrift und so zu machen. Und Schokotröpfchen und diesen Mini-Blüten hier. Und ich guck mal, ob das dann am Ende irgendwie wenigstens so ein Mini-Bisschen nach einem Hündchen aussieht. Aber naja. Also auf dem Bild streckt ja schon mal die Zunge so ein bisschen raus. Und deswegen habe ich auch diese Mini-Blüten hier geholt. Weil da so kleine, runde, rosa Blüten drin sind. Die ich dann als Zunge verwenden kann, wenn es funktioniert zumindest. Das sieht einfach kein bisschen so aus wie auf dem Bild. Aber hey, man erkennt ein Gesicht. Tada! Oh Gott. Das sieht einfach kein bisschen aus wie ein Hund, aber... Und der geht auch schon kaputt und drin. Hier drunter. Hier ist ein Tierchen. Oh, wie süß! Ja. Okay, Leute, ich glaube, ich gebe das jetzt hiermit auf, weil es funktioniert einfach nicht. Also, das ist sowas von unrealistisch, solche kleinen Hündchen hier alleine zu Hause ohne Profikonditor hinzubekommen. Und deswegen lasse ich das jetzt. Ich habe nämlich keine Nerven mehr dazu. Schaut jetzt auf jeden Fall auch noch bei den anderen vorbei, die bei der Cake Pop Challenge mitgemacht haben. Und vielleicht haben die sich ja irgendwie besser geschlagen als ich, ich weiß es nicht. Ich verlinke euch das gleich alles am Ende in der Endcard. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, auch wenn ich hier nichts auf die Reihe bekommen habe, aber egal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!